In Afghanistan sind in der Nähe des Präsidentenpalastes in Kabul mindestens 3 Raketen eingeschlagen. Der Angriff ereignete sich am Morgen in der Nähe einer Zeremonie zum Beginn des islamischen Opferfests, an der neben Präsident Ashraf Ghani auch Ex-Präsident Hamid Karzai sowie der Vorsitzende des Hohen Rats für nationale Aussöhnung, Abdullah Abdullah, teilnahm. Die italienische Nichtregierungsorganisation Emergency behandelte Verletzte in ihrem nahegelegenen Krankenhaus. In unserer Klinik in Kabul haben wir die Raketeneinschläge gespürt, weil wir nur ein paar hundert Meter vom Präsidentenpalast entfernt sind. Ein paar Minuten später wurden 6 Verletzte eingeliefert. Die am schwersten Verletzten werden operiert. Die IS-Miliz beanspruchte den Anschlag für sich. Zuvor hatte Ghani die Taliban verantwortlich gemacht.